Hey y'all, my name's Drew. Oh, scheiße. Englisch, okay. Hi y'all, mein Name ist Drew und ich arbeite bei BC in der Marketingabteilung. Ihr habt mich bestimmt ein paar Mal schon irgendwo anders gesehen, aber heute würde ich gerne mein neues Projekt vorstellen. Ride with Drew. Ich fahre ab dem 12. April mit den Candy Bee Graveler mit. Das bedeutet, keine Zeitnahme, 640 Kilometer, 7000 Höhenmeter, es ist alles in eine Etappe. Was noch, und alles dann Selbstversorger, so Bikepacking-mäßig drauf. Diese Name Candy Bee kam ursprünglich von US-Piloten, die angefangen haben bei der Berliner Luftbrücke. Damals, so Paketchen von Süßigkeiten rauszuwerfen, als sie gelandet haben an die Kinder in Berlin. Und da so Rosinenbombe dann zu Candy Bomber geworden ist, auf Englisch daher Candy Bee. Man muss sich für diese Fahrt dann so einen Kodex halten. Das heißt, man muss aus dem eigenen Muskelkraft fahren, man muss dann die vorgegebene Track halten, du darfst keine Hilfe annehmen, in Berlin muss mir ein kleines Care-Paketchen abgeben. Solche Sachen behalten diese Kodex. Und noch Fragen, dass ihr vielleicht habt, ist was für ein Bike, das ich halt damit fahre. Und ja, der steht halt hinter mir. Das ist mein Seisefago 27,5 Plus Monster Truck, so ein richtiges Bikepacking-Bike. Ausgestattet mit Oatly Bikepacking-Taschen, die so hervorragend wasserdicht sind. Das wird mich halt die ganze Zeit begleiten und quasi mir helfen, das ganze Ding zu bestreiten. Damit es mir nicht langweilig wird, habe ich mir auch einen Mitfahrer geholt. Das heißt, ich habe die BC Community gefragt, will jemand mit mir riden? Und ja, der Nuno hat sich gemeldet und wir werden jetzt die 640 Kilometer gemeinsam bestreiten. Für diejenigen, die nicht gewonnen haben oder die interessiert sind an die ganze Geschichte, ihr könnt mich unter den Hashtag RideWithDrew auf Instagram und Facebook folgen. Und auch dazu in unserem Blog gibt es Live-Updates von unserer ganzen Fahrt. Also bitte zuschauen, zugucken, mitmachen. Ich freue mich total auf die Fahrt und bin total gespannt auf die ganze Geschichte, diese ganze 640 Kilometer. Was wird uns da entgegenkommen? Was wird passieren? Das wird ein richtiger Abenteuer, glaube ich. Und ja, bis dann. Kennst du andere Gravel Rides? Dann schreib uns die mal in die Kommentare. Und falls du nichts verpassen willst, wir haben jeden Freitag ein neues Video. Abonnier uns jetzt.